So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines The Legend of Zelda A Link Between Worlds Let's Play Parts mit mir, dem Rigi. Und in der heutigen Episode machen wir, denke ich mal, straight weiter mit dem Dungeon, weil ich könnte jetzt ein bisschen farmen. Das wäre definitiv eine Option, aber ich weiß es nicht. Ich möchte noch ein bisschen was an Action haben, wenn ich ehrlich bin, bevor wir uns jetzt ranwagen. Oh, Moment mal. Aber es gibt jetzt auch ganz viele große Steine, die wir aufheben können. Und darunter finden wir unter anderem mal wieder ein Mai Mai. Habe ich ja wirklich absolut nichts gegen. Ah, vielleicht schaue ich mich ja doch hier ein bisschen rum. Ah, ich weiß nicht. Ja doch, ich schaue mich einfach ein bisschen rum. Erstmal läuten wir die Glocke. Wir haben jetzt Irene gerettet. Aber wir können sie anscheinend immer noch nicht benutzen, weil sie ist ja jetzt in diesem Kreis der sieben Weisen. Da können wir noch nicht lang. Was eine Option wäre, wäre jetzt halt dieser, unten rechts der Dungeon. Das fände ich ehrlich gesagt gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht machen wir das sogar auch. Vorher wechseln wir natürlich jetzt erstmal wieder nach nach Hyrule. So. Und ich bin gerade am Überlegen. Wir können jetzt natürlich ein bisschen farmen. Oh, was machen wir, Leute? Hä? Habt ihr irgendwelche Wünsche, Ja genau, äußert einfach mal irgendwelche Wünsche. Wenn ihr irgendwas habt, was ich machen soll, dann sagt mir einfach Bescheid. Ich bin für alles offen, ihr wisst das. Ja, für alles. Für alles. Von daher, sprecht euch einfach aus, ne? Und dann sehen wir weiter. So, ich muss jetzt ehrlich gesagt aber sagen. Oh, unten rechts haben wir nichts mehr zu erledigen. Unten links, Verzeihung. Das ist also, glaube ich, unser erstes Gebiet, in dem wir wirklich alles zu 100% beendet haben. Oh, ist das toll. Richtig episch. Das freut mich gerade richtig. Ja gut, hätten wir das halt erledigt. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ja gut, machen wir doch das hier. Also begeben wir uns doch schon mal hier in den Sumpf voller. Das wäre doch gar nicht mal so verkehrt. Ja doch, das machen wir jetzt erstmal. Also in den Lach... Oder? Ist das überhaupt richtig? Ah, hier befindet sich nur eine Truhe. Und was mit dir? Ich hab's. Ich aktiviere mit dem Boomerang. Ja, das ist es. Der Schatz ist mein. Okay, wir brauchen hier den Boomerang und den, den Enterhaken. Enterhaken hätten wir hier. Boomerang ist... Ich habe keinen Boomerang. Wo ist mein Boomerang? Ich habe gar keinen Boomerang. Lustig, ich habe keinen Boomerang. Ja gut, dann können wir das natürlich nicht machen. Schade. Ach Mann, warum habe ich denn keinen Boomerang? Das wundert mich jetzt gerade, dass ich keinen Boomerang habe. Na egal, man kann nicht alles haben. Was ist eigentlich damit? Kriegen wir das ja auch schon hoch? Sind wir so stark? Ne, ich glaube nicht. Okay, hier ist eine Rubine, aber nee, für die einzelnen Rubine lohnt es sich jetzt nicht, die ganze Zeit da stehen zu bleiben und dagegen zu schlagen. Ist mir die Zeit nicht wert. Stattdessen schaue ich jetzt einfach mal hier, ob es hier noch irgendetwas Interessantes gibt. Ansonsten schauen wir einfach mal wirklich in dem einen Laden da vorbei. Nicht in einem Laden, wir schauen bei Ravio vorbei. Der hat bestimmt wieder ein paar lustige Sachen für uns. So. Gibt es hier noch irgendetwas, was wir tun können? Feenquelle, merken wir uns. Markiere ich mir jetzt sogar auf der Karte. Eine Feenquelle kann nie schaden. Zack. Free Feen. Free Fairies are always good. So, jetzt habe ich's. Warum habe ich denn keinen Boomerang? Das wundert mich jetzt gerade. Egal, auf geht's zu Ravio. Stimmt, ich habe echt keinen Boomerang. Willkommen, mein Lankerheld. Ich möchte den Feuerstab aber eher haben. Du interessierst dich für den Feuerstab? Ausleihen kostet 100 Rubine, kaufen 2000 oder 1200. Ja, dann wir kaufen den erstmal. Ja, wir wollen den Feuerstab kaufen. Ich bin mir absolut sicher. Den werden wir, glaube ich, nämlich in Zukunft auch irgendwann mal wieder brauchen. Außerdem möchte ich den mal so probieren. Ich will einfach mal ein bisschen mit Feuer rumschießen. Wisst ihr, was ich meine? So Feuer-Items sind immer meine Lieblings-Items. Muss ich jetzt ehrlich mal gestehen. Sofern ich das jetzt richtig verstanden habe und der jetzt hier Feuer schießt. Oh, ist das geil. Ich kann das sogar aufladen, oder? Oh, das ist verdammt episch. Das ist richtig cool. Egal. Genug geschwärmt. Wo wollte ich mich jetzt nochmal hinbegeben? Ich wollte mich irgendwo genau richtig hinbegeben. Genau, ich wollte nämlich zum Friedhof. Ich glaube nämlich, mit den Kraftarmband kann man insbesondere auf den Friedhof etwas Besonderes machen. Ja, glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe jetzt natürlich auch, ich irre mich nicht. Und wie gesagt, hier sind wieder so lustige Bodenplatten. Da können wir den Tornado-Stab benutzen. Das weiß ich ja jetzt. Ha! Jetzt haben wir wieder einen Mai-Mai gefunden. Ja, so langsam aber sicher habe ich diese ganzen Tricks raus in The Legend of Zelda Link Between Worlds. Das ist ziemlich geil. Und oh, hier kommen wir auch wieder hin. Oh, das ist echt cool jetzt gerade. Einfach mal hier ein bisschen die Overworld erkunden. Ist echt nicht verkehrt. Oh, ein Herzteil. Wie geil ist das denn? Stimmt, Herzteile brauchen wir auch noch. Ich weiß gar nicht mehr. Moment, könnte sein, dass wir jetzt schon mehr als die Hälfte haben aller Herzteile. Das könnte echt sein.
Cool. So, was ist das? Konnte ich das nicht auch irgendwie rausheben? Ich hatte hier irgendwelche Erinnerungen, dass es geht. Da war doch irgendwas. Oder auch nicht, ja gut. Kann ja nicht immer klappen. Oder immer so sein. Bäm! Nee, nichts drin. Okay. Ich glaube nämlich, im Norden von Kakariko, da gab es auch noch so einen kleinen Stein, der da, oh, 20 Rubine, der da, einen kleinen Höhleneingang verschlossen hat. Wo bist du? Wo bist du? Mai Mai, wo bist du? Ich höre dich. Ich höre dich, Kind. Ach, da. Geil. Ist einfach so hier drin. Neben dem Zelt des Wahrsagers. Ja, wie dann, Mai Mai. Ich weiß gar nicht, wie der vierte es heute ist. Könnte sein, dass es der vierte ist. Fünfte sogar eventuell. Und was ist hier drin? Feenquelle? Ja, okay, eine Feenquelle. Schade, ich hätte mich jetzt über ein Herzteil mehr gefreut, aber das wäre auch ein bisschen zu simpel gewesen, ne? Ja, man kann nicht alles haben. Ich habe schon verdammt viele Mai Mais gefunden. Krass, ich habe jetzt 3 Zonen, in denen es gar keine mehr gibt. Das ist echt heftig teilweise. Hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht mittlerweile. So, und ich wollte jetzt aber Richtung Friedhof, ne? Und das ist wieder ein Mai Mai. Ja, ich sammle die Mai Mais natürlich ein, denn die gehören zu einem 100% Ran dazu. Ja, 100% ohne Mai Mais, das geht nicht, ja? Wir wollen Superbomben, wir wollen Super Feuerstab, wir wollen alles in der Superform haben. Vor allen Dingen haben wir jetzt, glaube ich, sogar über der Hälfte aller Mai Mais überhaupt. Das ist richtig toll. Aber ich wollte mich jetzt Richtung Friedhof begeben. Da ist wieder ein Mai Mai. Was ist denn da los? Ja gut, wenn man jetzt mittlerweile diesen ganzen Tricks und Kniffe drauf hat, dann ist es relativ so simpel. So, Mai Mai, komm raus. Ja, nochmal 55. Hätten wir dich auch schon mal. So, und, oh, da ist was. Da möchte ich mir jetzt hinbegeben. Wie komme ich denn da hoch? Was sagt die Karte? Von da oben rechts. Alles klar. Da bräuchten wir den Hammer, aber den Hammer haben wir schon. Nämlich den Torhammer. Oh, cool. Auch wieder einiges an Rubinen. Ich hoffe, wir finden jetzt auch hier wieder Rubine. Das wäre, glaube ich, so mit das, was ich, oder was mich am meisten freuen würde. Wo haben wir den Hammer? Wo haben wir dich? Hammer, Hammer, Hammer. Da, da bist du ja. Zack. Und dann finden wir 100 Rubine drin. Ja, super. Also wir brauchen jetzt nur noch den Boomerang zu kaufen. Und haben wir den schon aktiviert? Ja, den haben wir aktiviert. Wir müssen jetzt nur noch den Boomerang kaufen. Und aber nicht nur das, wir müssen auch noch was anderes holen. Was war das nochmal? Ich bin jetzt gerade überlegen. Da war doch noch was, was wir uns kaufen mussten. Ich weiß wirklich nicht mehr. Fast vergessen. Greifen. Das? Ach, das ist ein Mai Mai. Oh, jetzt ist nur die Frage, wie ich da hinkomme. Gute Frage. Hier ist ja ein Totenkopf. Ackern Geist. Aber hier war ich doch schon, oder? Was ist denn mit dir? Oh, du bist Regi. Was? Du hast Seres gefunden? Ich habe an dich geglaubt. Und daran, dass sie in Sicherheit ist. Also, wann kommt sie denn zurück? Was? Das weißt du nicht? Naja, Hauptsache es geht dir gut. Vielen Dank, Regi. Okay, mehr hat der, glaube ich, auch nichts zu sagen. Das wundert mich jetzt gerade. Wie komme ich denn... Ich muss dann höchstwahrscheinlich irgendwie von der anderen Seite erst da rein. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Okay, ihr wisst, was ich meine. So, also wirklich das Wahre war das jetzt nicht. So, aber hier können wir Bomben nutzen. Superbomben! Let's do this! Ja. Und ich erkunde gerade die Overworld, ne? Man mag es kaum glauben, aber ich tue es. Okay, was befindet sich jetzt hier drin? Ach, wieder so eine Höhle. Okay, da gibt's Rubine, ne? Was hast du zu sagen? Alles bewegt sich, aber mit dem richtigen Timing komme ich schon durch. Ja, das ist es. Der Schatz gehört so gut wie mir. Richtiges Timing, sagt er. Okay, wenn das so ist. Ach, ich merke schon. Ich merke schon. So, das Ding kommt jetzt hier runter. Dann begeben wir uns da rein in die Graffito-Form. Hä? Okay, so ganz das... Ach, vielleicht mit einer Bombe. Ja, ich verstehe schon. Das ist, glaube ich, so ein Bomben-Dungeon. Da kamen wir nur mit einer Bombe rein. Dann müssen wir höchstwahrscheinlich jetzt auch diesen Dungeon mit Bomben regeln. Zack. Ich sag's ja. So, und jetzt aktivieren sich diese Platten da, ne? Muss ich da jetzt rüber? That's a good question. Wie sieht's hier wieder aus? Nö, das ist falsch. Ich muss hier ran. Das ist, glaube ich... Ja, da steht fest. Da muss ich hier, zack. Oder? Irgendwie ist das nicht richtig. Muss ich den Enterhaken benutzen? Enterhaken, yes, no? Hä? Tornado-Stab. Oh, Tornado-Stab.
Oder? Ich kann mir so vorstellen, dass es mit dem Tornado-Stab funktioniert. Ich glaube, das war sogar richtig. Nur das Timing war schlecht. Jo, das ist richtig. Super. Kennen wir ja schon aus dem Dungeon mit Magomil. Was war das nochmal? Haus des Windes? Ja, müsste das Haus des Windes gewesen sein, ne? Okay. Das ist nicht richtig. Oder? Wie komme ich denn da lang? Hat das auch wieder was mit Timing zu tun? Ich weiß es nicht. So, erstmal die Richtung Zentrale. Das aktiviert was? Okay. Hat man jetzt auch so eine Funktion, dass ich rauszoomen kann hier? Das wäre auch relativ praktisch. Da komme ich nicht. Ah, doch, da komme ich durch. Das war so. Ha, jetzt müssen wir durchziehen. Und dann auch wieder so. Oh, okay. Ich merke schon, das ist ein lustiges Rätsel. Lustig. Okay, okay. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Und jetzt, und jetzt. Wait, what? Das war katastrophal. Da gehen wir nochmal hier von der anderen Seite entlang. Und zack. Das hätten wir jetzt auch schon mal. Müssen wir hier wieder rennen, 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 rennen. Okay, das sieht schon deutlich besser aus. Das sieht schon deutlich besser aus. Oder? Nein, ich nicht. Oder doch? Kommen wir jetzt hier raus? Was? Scheiße! Nein, das wollte ich nicht! Ich will wieder zurück, ich will wieder zurück. Dankeschön. So. Frage ist jetzt nur, wie machen wir das? Wie komme ich da hin? Muss ich mal kurz überlegen. Kann ich denn von hier direkt so rüber? Ja, das geht. Dann kommen wir wenigstens hier schon mal ran. Aber wie geht's weiter? Wie komme ich da hoch? Oh, vielleicht so? Vielleicht könnte das eventuell sogar richtig sein. Oh, ich weiß, das sieht nicht gut aus. Nee, das ist nicht richtig. Schade. Hätte ich mal einen kurzen Moment gedacht, dass wir es geschafft haben. Ja, aber das Gute an diesen Dingern da hinten ist aber auch, oder das Wichtige an denen ist, dann weiß man halt einfach... Was erzähl ich da? Da sind 300 Rubine drin. Und 300 Rubine, das ist Geld, Leute. Und Geld brauche ich gerade, wirklich. Würde uns schon enorm in die Arme greifen, dann müsste ich mir über sowas keine Gedanken mehr machen. Oh mein Gott, ist das schlecht gewesen. Ich habe jetzt gerade keinen blassen Schimmer. Wie wir hier vorgehen. Ah, Moment, Moment, Moment. So, jetzt sind wir eine Ebene höher. Jetzt kommen wir nämlich auch hier raus. Nee, aber nicht so. Nicht so, Kollege! So, komm ran. So, ich bin nämlich wieder in die Mitte. So, Ziel war es jetzt hier rüber zu gehen. Ich glaube nämlich hier müssen wir höchstwahrscheinlich ran. Okay, was ist, wenn ich jetzt hier einfach mal komplett nach links gehe? Das geht gar nicht. Ah, wer bist du denn? Alle drei Schalter muss ich aktivieren. Ja, das ist es. Aber vorher erstmal ein Päuschen. Ich bin etwas schlau. Schlapp. Nicht schlau. Alle drei Schalter? Was für drei Schalter denn? Drei Schalter? Was erzählt der Typ da? Wo soll es denn drei Schalter hier geben? Nee, Leute, ich bin da gerade echt überfragt. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mir jetzt hier auch einfach mal raus. Oh mein Gott. Das stelle ich mich jetzt aber auch. Entweder ich stelle mich gerade einfach dämlich an, oder. Das ist echt nicht einfach. Ich hatte es wahrscheinlich schon fast, ne? Jetzt einige von euch bestimmt so. Alter, was macht der da? Du hattest es doch fast. Ah. Fast hätte ich es, Mann. Ey, cool, das ist Mai-Mai. Komm, wir bringen dich auch wieder zu deiner Mama. Zu deiner Mamski. Okay. Ich könnte nochmal hier ein bisschen im Ostpalast rum vorbeischauen. Ich kann mich schon noch viel in Kakariko machen, so im Süden. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Mini-Spieler für Herzteile. Aber Herzteile farmen möchte ich noch nicht. Also, da habe ich mir schon was bei gedacht, dass ich die jetzt gerade noch nicht mache. Da geht's in die Schattenwelt. Ja, komm, warum nicht?
Kann ja nicht schaden, wenn wir hier nochmal nach Lorul wandern. Und noch einen weiteren Schalter aktivieren. So, ich meine, in Lorul gibt es bestimmt auch wieder einige Sachen, die wir machen können. Boah, ihr Schweinepriester. Moment mal, habe ich den nicht getroffen? Ich habe es nicht getroffen. So, zack, jetzt habe ich es aber getroffen. Okay, okay, okay. Alles in bester Ordnung, alles in bester Ordnung. War ich hier überhaupt schon mal? Ich glaube nämlich, ich war hier noch gar nicht. Nee, ich war hier tatsächlich noch nicht. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier noch nicht war. So, noch ein Mai Mai. Und wie viele... Der wievielte Mai Mai ist das denn jetzt? Den wir hier heute finden. Das ist Mai Maiception, wirklich. So viele von den Viechern habe ich ja noch nie in einem Part gefunden. Aber... Ja, schlecht sind die Maimais ja nicht. Von daher will ich mich gar nicht beschweren. So, ist hier irgendwas? Eine Truhe mit 100 Rubinen drin. Ja, wenigstens etwas, komm. Ich wollte Rubine haben, jetzt habe ich Rubine. Weil ich brauche ja den Boomerang eventuell. Oder den Eisstab. Eisstab brauche ich später sowieso. Hier kann ich jetzt eine Bombe platzieren. Und ich glaube, ich weiß schon, was es hier geben wird. Kann ich mir, denke ich, schon mal... Oder denke ich mir jetzt einfach mal. Warum ist der... Der wurde doch jetzt von der Bombe erwischt, ne? Warum ist er nicht gestorben? So, da ist ein bisschen Feen oder so drin, ne? Wusste ich's doch. Ja, okay. Besser als nichts. Ich beschwer mich ja nicht mal. So, was ist denn hier? Schattenpalast, ne? Also der Weg Richtung Schattenpalast, okay. Palast der Dunkelheit. Da wollen wir mit nichts zu tun haben. Also noch nichts. Aber das ist ein Gebiet. Und die sind ja nach Gebiene, nach Gebieten aufgeteilt. Das wissen wir jetzt. So, komme ich denn jetzt hier irgendwo in, oder irgendwie in den Norden? Den Nordbereich. Das fände ich ziemlich episch. Wenn ich da jetzt rüberkommen würde. Ich kann ins Wasser plumpsen. Hey, cool, ich kann ja, ich komme auch hier rüber. Das ging ja vorher noch nicht. Ah, doch, ging schon vorher. Ha, ich muss einfach nur diesen komischen. Dieses komische Ding da reinschießen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Den komischen Zipfel da. Da ist nichts. Irgendwie. Ist hier nichts, was ich tun kann. Schade. Könnt ihr mal hier im Wasser vorbeischauen. Da ist ein Mai Mai. Und da geht's auch wieder nach Hyrule. Und was? Da ist der Friedhof. Vielleicht, der Friedhof in Lorul. Da kann ich ja auch nochmal vorbeischauen. Egal. Wir gehen erstmal nochmal nach Hyrule. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Farming hier, ne? Kann ja nie schaden. Und ich wusste doch, da ist etwas. Aber ich will ja zurück. Ich komme ja irgendwo bei einem Wasserfall raus. Und ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Glaube ich. Oder? Oder jetzt sehe ich hier wieder nur Grütze? Ach, wer weiß. Was befindet sich denn hier? Nur etwas Richtung Abgrund. Da will ich nicht mehr zu tun haben. Und ansonsten gibt es hier noch irgendeinen Weg. Ich komme anscheinend wirklich nicht hier in die linke Seite. Das geht wohl tatsächlich nicht. Wundert mich jetzt, warum das nicht funktioniert. Ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, es geht. Aber es scheint wohl nicht zu funktionieren. Deswegen auch immer. Muss ich mich wohl doch hier rauspumpen lassen. Schade. So, gibt es denn da irgendeinen Weg Richtung Lorul? Oder einen Teleporter Richtung Lorul? Hier so ungefähr. Also dort im Norden gibt es einen, das weiß ich. Aber mit dem will ich, oder da möchte ich nicht rein. Wisst ihr? Oder komme ich halt ehrlich gesagt noch nicht rein. Da will ich ja eher raus. Aus diesem Gebiet. Damit ich, was war das? Da war irgendetwas da oben. Da wollte ich auf jeden Fall ran. Wie komme ich denn jetzt hier nach Lorul? Überleg mal schön. Überleg mal. Es gibt ja ein paar Teleporter, aber... Vielleicht muss ich wirklich nur den in Kakariko aktivieren. Ich habe überlegen. Ja, komm, machen wir mal. Ich meine, Schaden wird es mir bestimmt nicht. Und hier, ne? Genau da war der. Let's do this, komm. Ein letzter Versuch. Und dann gucken wir mal, wo wir bleiben. Wo wir bleiben. Könnt mir natürlich auch immer wieder gerne helfen, Leute. Ne? So ist es nicht. Ich habe da absolut nichts gegen. Wie komme ich denn da hin? Das ist kein einziger Teleporter, der mich hier in den Norden hier bringt. In den mittleren Bereich. Seht ihr das? Kein einziger. Und ich weiß auch wirklich nicht, wie ich da hinkomme. Also wenn ihr da irgendwas habt, sagt Bescheid. Denn ich werde da höchstwahrscheinlich nicht mehr heute hinkommen. Weil es irgendwie nicht funktioniert. Sind alle abgegrenzt. Mit diesen weißen Linien. Ihr seht das ja, oder? Ich habe das auch mal erwähnt. Oder irgendwann kam ich ja auch mal auf die Idee, dass es so sein muss.
Das ist schade. Weil ich da jetzt einfach nicht hinkomme. Na ja, gut. Kann mal passieren. Ja. Ich will jetzt nicht rumheulen oder so. Auch wenn mir nach Heulen gerade zumute ist, weil ich hier nicht weiterkomme, aber ja. Das war jetzt nicht geplant. So, auf zurück. Das ist nämlich falsch. Ich habe keine Idee, wie ich da hinkomme. Ich hatte ja auch noch nichts. Oder? Habe ich ja schon Wetterhahn aktiviert? Jetzt muss ich schon ein einziges Mal zurückgehen. Ein einziges Mal. Vielleicht habe ich da ja irgendeinen Wetterhahn aktiviert, sodass ich dann da dort zurückkomme. Nee, leider nicht. Schade. Ich weiß wirklich nicht, wie ich da hinkomme. Ärgerlich. Aber gut, was soll man machen? Gehört halt dazu. Hauptsache, wir haben heute ein bisschen was gefarmt. Und ich schaue mich jetzt nochmal in Kakariko um. In Kakariko wird es bestimmt auch noch was geben. Oder sollte es was geben. Oder? Oder habe ich jetzt hier auch schon alles fertig? Ich meine, sonderlich viel wird es hier jetzt nicht mehr geben, ne? Milchladen. Ich meine, jetzt hier im Süden, da muss es doch noch was geben. Kakariko, da. Zack, zack. Hähnchenfarm, oder? War das nicht hier Hähnchenfarm? Was ist das denn? Spaß mit Hühnern. Willkommen beim Hühnerhagel. Okay. Okay, was müssen wir hier machen? Willkommen beim Hühnerhagel. Früher war das hier ein Streichelzoo, aber heutzutage verlangen die Leute mehr Action. Deshalb kannst du jetzt hier im ewigen Kampf antreten, Mensch gegen Huhn. Süßhühner, gnadenlos Action. Wer möchte schon widerstehen? Also ich nicht. Na, da werden die Hühner sich freuen. Hörst du? Die gackern schon ganz aufgeregt. Das Spiel ist ganz einfach. Du musst im eingezäunten Bereich 30 Sekunden lang den Hühnern ausweichen. Beim ersten Mal wollen wir dich einfach nicht mehr gleich überfordern. Wir starten mit dem Schwierigkeitsgrad Ei. Die Stufe Ei kostet die Teilnahme 20. Okay. Dann machen wir das doch mal. Dann noch mal rein. Okay. Jetzt müssen wir aufweichen, oder wie? Bist du körperlich und mental bereit? Dann sag Ring frei. Ich muss den einfach nur ausweichen. Wow, 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 wow. Okay, 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 ich merke schon, so funktioniert das. Aber ich darf mein Schwert nicht benutzen, ich darf nur so ausweichen. Okay, das ist, okay, die können wenigstens ihre Richtung nicht ändern. Das ist, die Hauptsache. Das erinnert mich an so ein komisches Neopets-Spiel von damals. Wie ist das, Darringen Dodgeball? Ja, irgendwie sowas in der Art. Oh, stopp, stopp, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Okay, erhalten wir jetzt irgendwas dafür? Das waren Moves, 40 Rubine. Okay, gibt es noch einen Schwierigkeitsgrad? Gibt bestimmt noch eine Schwierigkeitsgrad, oder? Danke, dass du die Hühner an die Zielscheibe gedient hast. Komm bald wieder. So, okay. Du willst noch... Ja, wir wollen es doch mal machen. Welchen Schwierigkeitsgrad? Wir machen jetzt mal Küken. Küken kostet 30 Rubine. Und dauert auch wieder 30 Sekunden oder dauert das dann länger? Dann hau mal rein. Bist du bereit? Dann sag ich mal Ring frei. Ist es einfach mehr? Boah! Alter. Und ich glaube, wenn die mich einmal berühren, dann war es das schon, oder? Kann das sein? Was ist das denn für eine... Boah, was ist das denn? Richtige Action hier! Action Jackson! Okay, okay, wir halten... Boah, jetzt kommen nochmal diese zwei Fettsäcke! Leute, geht mal abnehmen! Sonst endet ihr noch bei KFC! So, Küken geschafft. Okay, es gibt bestimmt noch einen Schwierigkeitsgrad. Okay. Und jetzt erhalten wir sogar 60 Rubinen. Wir machen sogar ein bisschen Plus hier an Rubinen. Das ist wenigstens ein bisschen was. So, danke, dass du den Hühnern als Zielscheibe gedient hast. Jetzt machen wir mal weiter. Jetzt machen wir mal Glucke. Unterschätze nicht die Glucke. Bist du bereit? Ja. Ich glaube, das ist jetzt wirklich der letzte Schwierigkeitsgrad. Nochmal rein. Und ich glaube, wenn wir das hier jetzt schaffen, erhalten wir ein Herzteil. Und deswegen geht's jetzt ab. Okay, Start. Start. Alter, Alter, Alter. Komm, komm, komm. Wow, 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 das war knapp. Wie viele von den Fettsäcken sind hier unterwegs? Stopp, oh mein Gott, diese Reflexe gerade. Ja, man darf nicht zu nah, oh, wow, 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 wow. Was ist das denn? Wir haben es gleich, komm, 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 5 Sekunden noch. Nein, 6 Sekunden, wow, stopp. Yes, yes, nein, 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 nein. Das ist so ärgerlich. Ich will nochmal. Ich will's nochmal. Vor allen Dingen, wir hatten es fast geschafft. Dann hau mal rein. Boah, Mann, Leute. 2 Sekunden und wir hätten es geschafft. Was ist das denn? Egal. Nicht aufregen.
Okay, diese dunkleren, die sind richtig schnell. Es gibt auch noch Fetten. Die Fetten sind richtig groß, aber langsam. Das ist gut an denen. Die kleinen sind halt, die haben beides. Es gibt drei verschiedene, ne? Okay, okay. Komm, der, oh, komm, große, komm, große, komm. Ein und aus. Oh, oh mein. Oh, oh, holy, holy. Boah, war es knapp. Yes! Herzteil. Wenn es jetzt kein Herzteil gibt, dann reg ich mich aber richtig auf. Mhm, scheint ein Kinderspiel für dich zu sein. Nächstes Mal wird es wirklich hart, das verspreche ich dir. Aber wir... Ah, es gibt noch einen Schwierigkeitsgrad. Was? Aber okay, wir halten ein Herzteil. Ne, das war's jetzt, oder? Das war's doch, oder? Danke, dass du nicht nur als Teacher gedient hast. Stopp. Gibt's noch einen Schwierigkeitsgrad? Oh mein Gott, endlos. Gibt es dafür was? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass es bei endlos was geben wird. So, nein, ich möchte nicht teilnehmen. Satz mit X, das war wohl nichts, auf jeden Fall. Puh, aber wenigstens haben wir jetzt wieder ein Herzteil erhalten. Also war das Ganze nicht ganz umsonst. Und wir haben ein bisschen Plus an Rubinen gemacht, das ist doch auch was. Boah, Leute. Also ich sage euch eins, das ist kräftig. Was ist das? Rubinjagd. Tempo, Tempo, das ist die Tempo-Rubinjagd. Spiel auf 3 Sekunden und solange du kannst, in dem Gebiet so viele Rubine abgreifen. Brauchst du jedoch länger als 3 Sekunden, verlierst du alles. Also komm rechtzeitig zurück und sprich mich an. Du willst den ganzen... Zeit wird nicht angezeigt. Ja, machen wir mal. Also 50 Sekunden lang, 3 Sekunden lang dürfen wir alles an Rubinen hier abfahren, was es gibt. Es gibt keine Zeitanzeige. Also los, sprich mich an, bevor 3 Sekunden um sind, sonst verlierst du alles. Viel Glück. Aber da kann man hier doch richtig Plus machen. Mit viel Glück. Okay. Vielleicht hätte ich innerlich mitzählen sollen. Das wäre, glaube ich, nicht ganz verkehrt gewesen. Gib dir Mai Mai. Kriegst wahrscheinlich hier unten. Mai Mai? Ich weiß nicht. Hä? Also wirklich viel gibt es hier jetzt da ja nicht an Rubin. Ah, da gibt es einen Mai Mai, den ich haben. Und ich gehe jetzt, glaube ich, jetzt schon mal zurück. Denn wir haben ja schon ein bisschen Plus gemacht und, okay. Ende. Jetzt habe ich ein bisschen was verhalten, oder? Wie viele Rubine waren das denn jetzt genau? Was? Was? Was ist das denn für eine Grütze? Egal, Leute. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Herz oder so überhaupt gibt. Könnte ich mir, ehrlich gesagt, sogar vorstellen. Aber egal. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen und supporten. Ansonsten sehen wir uns zu der nächsten Episode von The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Wenn ich noch irgendetwas tun soll, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin für alles offen, ihr wisst Bescheid. Hey, cool, das ist noch ein Mai Mai. Ich bin für alles offen, ihr wisst Bescheid. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Wieder schon reingehauen, euer Regi.